Black Ops 3 und die HG40. Das erste Gameplay-Fazit zu der Waffe und die ersten Clips von mir selbst erspielt. Ich bin's natürlich wieder, T-Monster von Elite Effect. Und ja, wie schon gesagt, die Clips sind von mir selbst erspielt. Ich habe mich ein bisschen hingesetzt und mit gut Glück geschafft, dass die Bots die Waffe haben und ich die Waffe spielen kann. Deshalb sind das auch nur Clips gegen Bots. Und ich kann trotzdem jetzt schon persönlich, weil ich habe ja doch schon ein bisschen Spielerfahrung, kann ich euch jetzt Tipps zu der Waffe geben und euch auch schon mal sagen, Leute, habt keine Angst, wenn ihr die Waffe selbst nicht habt. Die ist nicht so krass besonders, wie sie gerade überall gehypt wird. Die Waffe ist echt gut auf kurzer Distanz, weil sie hat einen hohen Schaden, den teilt sie wirklich gut aus. Sie hat 30 Schuss im Magazin, mit Magazinerweiterung hat sie sogar 42 Schuss. Sie hat ein verdammt geiles Standardziel und außerdem hat sie ein richtig gutes Hüftfeuer, aber das ist ja für eine MP typisch. Für eine MP ziemlich untypisch ist der extrem hohe Hochschlag, den sie eben hat, und außerdem eine verdammt langsame Feuerrate, dazu noch eine geringe Reichweite. Das heißt, man muss das Ganze wieder mit Aufsätzen ausgleichen. Ich bin mir momentan nicht sicher, ob es einen Griff für die Waffe gibt. Wenn es einen gibt, dann empfehle ich euch, spielt sie mit Griff. Wenn es keinen gibt, wird sie sich als MP nicht durchsetzen, denke ich. Momentan. Zumindest sieht es so aus. Schauen wir mal. Aber sonst, langer Lauf auf dieser Waffe muss drauf. Man will mit der auf die Reichweite gehen, aber sie kann es einfach nicht so gut. Sie ist einfach verdammt unkonstant. Das ist halt eine MP, ne? Sie hat zwar mega viel Schaden, aber auf Reichweite droppt das so schnell. Und was man auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass sie echt schnell Feuer braucht, weil ich schläf fast ein beim Schießen, aber der Sound von der Waffe ist auf jeden Fall mega. Und das macht auch Spaß, mit ihr zu spielen. Es ist mal wieder eine Neuerung in COD. Schade, dass man sie nur mit COD-Punkten kriegen kann. Ich hoffe, ich ziehe sie in meinem Supply-Drop-Opening. Ihr müsstet das Ganze dann Sonntag... Ja, ich werde das jetzt aufnehmen, dann seht ihr das Ganze Sonntag. Wird sicherlich geil. Und Leute, hinterlasst mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mal eure Meinung zu der HG40 in die Kommentare. Und wenn ihr uns noch unterstützen wollt, könnt ihr das Ganze tun über Amazon oder MMOGA. Die Links dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Und Leute, das war's von mir, euer Monster. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.